Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Chivaldo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Heute spielen wir ein Game aus meiner Kindheit und ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf. Okay, ich war kurz in den Optionen ein bisschen was anpassen. Die Musik habe ich ein bisschen leiser gedreht, ich habe die Steuerung ein bisschen angepasst. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und das Spiel heute wird sein Star Wars Dark Forces. Der eine oder andere, die eine oder die andere, wird sich daran erinnern. Das Game ist aus den 90ern. Es war eines meiner ersten Ego-Shooter damals. First-Person-Shooter. Und zusammen mit Doom oder... Also man kann es mit Doom vergleichen, man kann es mit Heretic vergleichen, mit Duke Nukem und vom Stil her ist es dasselbe, nur eben im Star Wars Universum und ich bin so gehypt, dass jetzt ein Remaster dafür rausgekommen ist. Ich freue mich riesig. Wir spielen natürlich wieder mit Le Face Cam. Ich würde gerne einfach anfangen. Was ich noch sagen wollte, ich habe das ja damals auch gezockt, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe von der Story her habe ich nichts wirklich mitbekommen. Ich habe aber auch nichts gelesen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ich wollte einfach nur ballern. Ich wollte einfach nur ballern. Ich wollte die Sturmtruppen beseitigen. Ich wollte Darth Vader vernichten damals. Aber von der Story habe ich ehrlich gesagt nichts bekommen. Dass wir Kyle Katarn sind, das höre ich, glaube ich, zum ersten Mal. Ja, wir sind ein Sympathisant der Rebellentruppen, die gegen das Imperium kämpfen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein in die Geheimbasis. Das ist die erste Mission. Ja, die bestätige ich hiermit. Prolog Mission 1, was? Oh, wir können hier die, Moment. Kann man das hier unten? Ach, Schwierigkeit kann man oben einstellen. Ich lese erstmal vor. Wie gesagt, das hier, das ist ein Teil, den gab es auch im Hauptgame, aber, also im Original, ich habe das nie gelesen. Noch nie gelesen. Prolog Mission 1, die Todessternpläne, Operation Skyhook, Phase 2 schon. Vertrauliche Mitteilung von Senator Mon Mothma. Der Erfolg unserer Operation hängt entscheidend von Ihrem Erfolg ab, Commander Katarn. Wir zählen auf Sie. Der Hintergrund. Die Todessternpläne befinden sich in einer geheimen imperialen Basis auf dem Planeten Danuta. Nicht Hanuta, sondern Danuta. Von hier aus sollen sie zu Darth Vader weitergeleitet werden. Wir wissen leider nur sehr wenig über den Aufbau der Basis. Sie sind also mehr oder weniger auf sich allein gestellt, natürlich. Wie in den meisten First-Person-Shooter ist man immer ganz alleine. Vor allem in den 90ern. Hier die ganzen Wolfenstein und Dooms und ihr wisst schon, was ich meine. Die Mission. Nachdem sie die Pläne gefunden haben, sollten sie so schnell wie möglich den Stützpunkt verlassen. Die Pläne werden sofort an Prinzessin Leia auf dem Konsularschiff Tantive 4 weitergeleitet. Oder Tantive. Sie wird die Mission dann fortsetzen. Alle Star Wars Fanboys und Fangirls werden mich jetzt verfluchen, dass ich diesen Namen falsch ausgesprochen habe. Tantive, sage ich jetzt. Missionsziele, finden Sie die Todespläne. Todessternpläne, Entschuldigung. Kehren Sie zu Ihrem Schiff auf dem Dach der Basis zurück. Das werden wir tun. Wir spielen selbstverständlich auf Mittel, weil ich das immer so tue. Ich bin eben der mittelmäßige Typ. Wie immer, ihr kennt mich. Alle, die meine Let's Plays schauen, die wissen Bescheid. Ich starte einfach mal rein. Alter, ist das laut. Hohoho, Freunde, wir sind wieder back. Oh mein Gott. Ich muss mal ganz kurz gucken. Die Option. Sag mal, habe ich die Tonoption? Das ist immer noch super laut. Was ist denn hier so? Ich hoffe, das geht jetzt. Wir gehen rein. Ja, das sieht schon mal anders aus, muss ich sagen. Kann man das irgendwie auch umstellen? Also auf den Originaltitel. Oh, hier haben wir eine Map. Wir spielen erstmal. So, wir sind Kyle Katarn. Was? Sterbt verdammt nochmal. Das ist super laut immer noch. 15 Energieeinheiten, okay. Ich muss ganz kurz. Moment, irgendwas ist doch da schief. Optionen. Ich mach mal gerade die Option. Ich bin sofort wieder da.
So, ich habe jetzt einiges umgestellt und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Schauen wir mal. So, wir gehen rein. Hey du! Ja, was ist mit mir, hä? Kann er mich ja wieder machen? Du Dreckskerl. Ich bin's, Karl Katarn. Cool, nehme ich alles mit Schildeinheiten. Ein bisschen Munition. So, war hier nicht irgendwas? Konnte man hier nicht irgendwas öffnen? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich an alles erinnern, ne? Also, seht es mir nach, wenn ich hier und da mal was verpasse. Ich kenne auch nicht die ganzen Geheimgänge und so. Weiß ich wirklich nicht mehr. Wie kann ich nochmal... Okay. Na du? Stehen bleiben! Wir haben doch... Oh, wir haben jetzt ein Waffenrad mit den Sturmtruppen Laser geworfen. Hallo? Einmal auf, bitte. Die haben noch keine Chance, sorry. Was war das? Wer hat sich da getraut? Da oben? Sterb! Ihr verdammten Sturmtruppler! Ich find's immer noch sehr laut. Warum ist das so laut? Ich meine, guck mal, ich mache hier die Soundlautstärke. 20% nur? Kann das sein? Besser. Ich glaube jetzt besser. Stopp. Stopp mal selbst. Stirb, verdammt nochmal. Okay, nachladen muss ich nicht. Das ist noch eins der First-Person-Shooter, wo man selber nicht nachladen musste. Was ganz angenehm ist. Aber ungewohnt. Für so eine Zeit. Schweigt's mir aber mit euch. Die Dreckskerle. So, was ist das? Der rote Schlüssel. Natürlich. Den roten Schlüssel brauchen wir natürlich. Ich überlege gerade, war hier nicht irgendwo ein Geheimgang? Ich meine, hier gibt es irgendwo einen. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber hier? Hier ist ja immer diese Secret Areas. Kann ich da runterfallen? Kann ich. Und ich falle sogar runter. Moment, das war nicht richtig. So, wir müssen wahrscheinlich, während wir sprinten. Was? Wer war das? Stirb! Es sieht, also ganz ehrlich, ich würde gerne sehen, ob das möglich ist, ob man das in den alten Modus nochmal packen kann, sodass man den Unterschied bemerkt. Oh, da hinten ist irgendwas. Alter, der Sprintmodus ist super schnell. Vollständige Heilung. Ach so. Ja, gut. Nehme ich. Natürlich. So, erstmal zurück. Durch les Tür, denn wir haben den roten Schlüssel. Die Map hier ist nicht so groß. Die ist sehr überschaubar. So, damit bekommen wir dieses Ding hier auch. Glaube ich. Sterbt! Verdammtes Imperium! So, ach hier, das... A Rodent Exterminator. Wir haben das Ding echt erledigt. So, hier können wir jetzt aber... Hallo? Das Ding hier nutzen, um hier durchzukommen. Da gehe ich gleich hin. Ich gucke noch mal gerade, was es hier unten noch mal gibt. Hey du! Hey du!
Finde ich cool. Sterbt allesamt. Ich brauche die Pläne. Weißt du, ein Einzelner zerstört ja einfach das halbe Imperium, was super realistisch ist. Krieg ich noch eine Trophäe, wenn ich dich erledige? Nein, natürlich nicht. Oh. Oh ja, hier gibt's noch irgendwas. Das sind die Pläne. Ich wusste früher nie, was das ist. Jetzt nicht wie zurück zum Schiff. Das ist echt zu easy. Das war zu easy. Schön. Was ich auch cool finde, die Effekte hier. Gibt es jetzt Lichteffekte, wenn man schießt? Ich glaube, das gab es früher nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich kann mich an den ersten, also an den Originaltitel, fast gar nicht mehr erinnern. Na komm schon. Was gibt's hier noch Schönes für uns? Okay, da könnte man natürlich auch rüber. Keine Ahnung, warum ich die zerstöre. Okay, die Lampen kann man nicht zerstören. Oh. Da geht's nur runter. Warum bin ich hier? Wahrscheinlich, um darüber zu kommen. Ich glaube, ich komme wieder zurück. Ja, das hat gut geklappt. So, sorry. Okay, so, jetzt nochmal. Ich meine, wir haben ja auch keine... wir haben jetzt zwar eine Map, aber wir haben keine Questmarker oder ähnliches. Ich glaube, ich muss hier nochmal rein, ne? Glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Muss ich hier noch irgendwas machen? Wir haben jetzt die... Waffenpläne. Also hier. Von dem Todesstern. Aber wo muss ich nochmal hin? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Also ich spiele hier eigentlich blind. Eigentlich schon, ja. So, da komme ich nicht raus. So, dann haben wir das Ding hier geöffnet. Und das hat uns hochgebracht. Habe ich hier unten was übersehen? Wait a minute. Habe ich hier was übersehen? Kann man hier noch irgendwo lang? Falls das der... Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Habt ihr diesen Krieg hier nicht mitbekommen, der am nächsten Raum war? Oh, diese Soundeffekte. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön anzusehen und anzuhören. Es ist zwar sehr laut. Missionsziele abgeschlossen. Und da kommt schon unsere Rettung. Geil. Komm her. Muss ich draufschießen oder? Nein? Ich schau's mir mal an. In voller Pracht. Ich muss aktivieren, ne? Ich muss aktivieren. PDA. Was? Roter Schlüssel, Todessperren, Ziel. Geheimräume 14%. Das ist natürlich, ja, hab ich. Okay, aber was mal? Missionsziele abgeschlossen. Ja, schön. Und nun? Hauptmenü öffnen. Was? Dein Ernst? Das haben wir noch nie. Hä? War das im Original auch so? Weißt du, zur nächsten Mission? Ja, bitte. Kyle übergibt die Pläne den Rebellen. Kurze Zeit später ist der Todesstern vernichtet. Noch während die Allianz diesen Sieg feiert, wird eine weitere unheilvolle Verschwörung in Gang gesetzt, die eine viel größere Bedrohung für die Rebellen darstellen könnte. Was denn? Diese Zwischensequenzen sind auch hart gerendert worden und neu. In neuem Glanz. Man sieht sie schon. Der Imperator hat ihrem Testversuch zugestimmt, General Monk. Vielen Dank, Lord Vader.
Was ich heute hier demonstriere, wird eine neue Ära für das Imperium einläuten. Natürlich. Wir werden in der Lage sein, die Rebellen so zu dezimieren, wie wir es damals mit den Jedi-Rittern gemacht haben. Der Krieg des Imperators wird am Ende nur noch im Zeichen des glanzvollen Sieges über die Rebellion stehen. Eine ehrenvolle Angelegenheit, General. Ich hoffe, Ihre Demonstration wird diesen Ansprüchen gerecht werden. Fangen Sie an. Mit Vergnügen. Dark Trooper abwerfen. Das ist das Experiment. Der Dark Trooper. Wer ist der Dark Trooper? Okay, das ist ein Sturmtruppler, aber der im Gym war. Der ein bisschen gepumpt hat. Ich denke, wir werden 45 Minuten Folgen machen, denke ich so. Und alle zwei Tage dann. Was passiert da? Die entfachen das Chaos, wie es aussieht. Sehr eindrucksvoll, General. Der Imperator wird überaus zufrieden sein. Setzen Sie Ihr Projekt fort. Setzen Sie wie Ihr Projekt fort. Wie Sie wünschen, Lord Vader. Das Imperium hält uns ganz schön auf Trab, seitdem der Todesstern zerstört wurde. Die Stimme haben sie auch nicht geändert, ne? Vor 5 Tagen hat das Imperium einen unserer geheimen Stützpunkte in Talay angegriffen. Ja, was soll ich tun? Ist jemand da draußen, der uns hört? Hier ist Deckbase. Bitte, wir werden angegriffen. Sie sind überall. Wir wurden vollkommen überrascht. Total Zerstörung. Ja, ja, ja. Sie brechen durch unsere Schiffe. Sie brechen durch unsere Schilde! Und der sitzt da. Gar kein Problem. Techbase wurde innerhalb von Minuten zerstört. Viele unschuldige Stadtbewohner hat es genauso getroffen wie unsere eigenen Leute. Der Geheimdienst vermutet, dass es sich dabei um eine Art Vergeltung für die Vernichtung des Todessterns handelte. Interessant. Abgesehen von diesen Geräuschen macht es den Eindruck eines normalen imperialen Angriffs. Sehr richtig, Commander. Ich hoffe, Sie werden verstehen, dass alles, was wir hier besprechen, vertraulich ist. Natürlich. Dieser imperiale Offizier, Crix Medine, möchte zur Allianz überlaufen. Er hat uns mit Informationen über die Entwicklung einer neuen imperialen Waffe versorgt. Wir glauben, dass diese Geräusche, die Sie eben gehört haben, von dieser Waffe stammen. Einem neuen Typ von Sturmtruppler, dem Dark Trooper. Ein neuer Sturmtruppler, der eine Rebellenbasis derartig schnell ausschalten kann? Ich hätte besser weiter für das Imperium arbeiten sollen. Die Rebellenführung nimmt die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter. Sie hat veranlasst, Sie zu beauftragen, herauszufinden, ob eine Bedrohung besteht und diese gegebenenfalls auszuschalten. Mach ich. Das heißt, falls Sie noch auf unserer Seite stehen. Aber natürlich. Wenn das Geld stimmt. Klingt interessant. Okay, ich bin dabei. Aber ich brauche dennoch Unterstützung bei diesem Auftrag. Ich möchte, dass Jen Ors mein Missionsoffizier ist. Einverstanden. Dann werde ich dafür sorgen, dass Jane sie später auf die Missionsziele einweist. Vielen Dank, Commander. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Gleichfalls. Gleichfalls, meine Liebe. Ich habe diese Gespräche habe ich, glaube ich, immer, wirklich, immer übersprungen. Und das hier habe ich gar nicht erst gelesen. Mission 2. Talay, Tuckbase, nach dem Überfall. Schön, dich zu sehen, Kyle. Glückwunsch zur Operation Skyhook. Die Rebellen waren über den erfolgreichen Abschluss der Mission sehr erleichtert. Doch nun wieder zurück zum Geschäft. Der Hintergrund. Ein Spähtrupp hat das Gebiet kurz erkundet. Dort wimmelt es nur so von imperialen Soldaten. Da das Energiesystem der Stadt immer noch lahmgelegt ist, sind die meisten Anlagen inaktiv. Du musst das Wasserkraftwerk finden und wieder in Betrieb nehmen. Oh, immer schön mit so einem Bild. Also das hier muss ich wieder in Betrieb nehmen. Alles klar, da wo Wasser ist. Verstehe. Die Mission, das Imperium, wird gewöhnlich nach einer Großoffensive nachlässig. Möglicherweise können wir Hinweise auf diesen neuen Dark Trooper finden, von dem uns Crix Medine berichtet hat. Seine Kontakte innerhalb des Imperiums werden uns helfen, irgendwelchen Spuren, die du vielleicht findest, zu folgen. Viel Glück, Kyle. Die Ziele sind also das Wasserkraftwerk finden und starten, nach Hinweisen auf Dark Trooper finden
und zum Landeplatz zurück. Gar kein Problem, wir spielen wieder auf Mittel. Ach schön, guck mal. Das war damals alles sehr viel verpixelter, glaube ich. Es ist alles schön glatt, schön... Blaster! Ja, Blaster, bist du so ein dunkler... Was ist denn mit euch passiert? Hallo? Okay, wir haben immer noch alle Waffen. Vielleicht sollte ich mal hier mit... Wenn gar keine Munition mehr ist, schlagen wir uns durch die... Bei solchen Games muss man immer in Bewegung bleiben. Was ist denn hier los? Was habt ihr mit denen gemacht? Ihr kranken Bastarde. Ich werde euch dafür bluten lassen. Da ist der. Soweit ich... Alter, wo ist die... So war ich Kyle Katarn heiße. Munition haben wir ja genug, ne? So, von hier oben sniper ich eigentlich alle weg. Nein, ich wollte nicht runter. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Mist. Aber wenn ich schon mal da bin. Ich gehe nochmal zurück. Wenn ich die Dinger zerstöre, kriege ich gar nichts. Es wird einfach nur dunkler. Ich komme nicht zurück? Moment, ich probiere mal was. Da komme ich nicht mehr hoch. Schade. So, hier ist... Da wollte ich echt nicht hin. Das wird das sein, was ich Also, das werde ich die ganze Zeit sagen, wahrscheinlich. Da wollte ich gar nicht hin. Hä, wo kann ich hin? Hallo? Kann ich das Ding hier... Nee, kann ich nicht. Hier geht's weiter. Ist das etwa so ein geheimer... Oh, das ist doch das Ding, was wir anschmeißen müssen, oder? Na, komm schon. Du willst mich doch verarschen. Hier gibt's nichts. Oh, wir haben auch Scheinwerfer. Sollte ich vielleicht mal öfter nutzen. Kann ich untertauchen in dieses wunderschön gerenderte Wasser? Ich hoffe, das ist Wasser und nicht irgendwie so ein Gift. Kann ja auch sein. Sie verletzen imperiale Gesetze. Das glaube ich nicht. Kann ich auch dagegen schießen? Nein, kann ich nicht. Schade. Wer schießt denn da? Du Dreckskerl. Wenn ich springe, bin ich schneller. Wir sind ein richtiger Frosch. Dich habe ich gesehen, im Augenwinkel. Ich bin's, Kyle Katarn. Geht's da hinten hoch? Oh ja, hier geht's hoch. Das ist ja eine richtige Falle hier. Aber wo komme ich denn jetzt hoch? Das ist schon dunkel. Also wenn man die Scheinwerfer aus hat, ist es echt dunkel. Wo zum Henker muss ich hin? Kann ich hier hoch? Natürlich nicht. Ich verstehe gerade nicht, wo ich lang kann. Hallo? Wo ist denn der? Ist der da oben drin in dem Turm? Ja, da oben. Wer baut denn so eine Tür? Was sollen die bringen? Okay, weißt du was? Wir hauen. Hier kommen wir raus. So, jetzt aber. Jetzt können wir wieder in Ruhe ballern. Ihr Schweine.
Junge, was haben die hier mit den Leuten gemacht? Die haben die richtig abgemurkt, abgeschlachtet. Okay, hier kann ich aber noch nicht lang, oder? Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Wahrscheinlich müssen wir nochmal wiederkommen, wenn wir irgendwas aktiviert haben. Tschüss. Kommen wir auch nicht rein. Alter. Als ich den ersten Trailer gesehen habe, oder überhaupt die Bekanntmachung dafür, ein Erste-Hilfe-Kasten, dass dieses Game rauskommt, ich habe mich so gefreut, weil Dark Forces war damals wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgames. Obwohl ich offensichtlich die Story nie wirklich gelesen habe. Aber ich habe mich so cool gefühlt. So cool gefühlt, das Imperium einfach zu zerstören. Hier mit dieser Waffe vor allen Dingen. Die habe ich mit am meisten benutzt. Diese Waffe hier. Da kann ich immer noch nicht rein, ne? Nö. Okay, hier ist gar nichts. Gehen wir weiter. Stehen bleiben. Ja, stehen bleiben. Du hast hier wohl nicht mehr alle. Okay, Erste-Hilfe-Kasten können wir nicht gebrauchen. Oh. Stirb! Sieht alles irgendwie aus wie eine Tür, ist aber keine. Das auch nicht? Kann ich auch nicht öffnen. Gut, wir suchen weiter. Wir haben ja einiges noch zu tun hier. Und ich möchte natürlich nichts übersehen. Ihr kennt mich. Ne? So wie ich die gesamten Geheimräume aus dem ersten Level gepackt habe. Hm? Was? Habt ihr irgendwas gesagt? Moment mal. Kann ich eigentlich hier am Rand vielleicht? Ne, kann ich auch nicht. Okay. Ich dachte, vielleicht geht es dann auf. Die Tür geht auch nicht auf. Man geht halt durch Fenster ein und aus. Das ist halt normal. Sag mal. Schießt der eigentlich ohne Vorwarnung? Sonst ruft der immer. Hey, du! Ach, hier kamen wir gerade hoch. Okay. So, hier sind wir falsch. Das heißt, der nächste Weg... Auf der Map soll sich mal irgendjemand zurechtfinden. Ganz ehrlich. Wer soll das denn? Das ist ja fast unmöglich. So, was ist eigentlich hiermit? Da waren wir schon. Wo muss ich hin? Hier durch? War auch nicht richtig, ne? Nee. Hier. Alter. Was für Camper. Mal guck mal, ohne Scheinwerfer. So sieht's ohne Scheinwerfer aus. Aber das Licht ist ganz cool. Das ist mega dunkel. Wo war der da? Sieht ihr gar nicht. Hier geht's hoch, da gehe ich noch nicht hin. So, ich schau mir erstmal an, ob wir hier noch irgendwas finden. Vielleicht sind ja hier die Pläne für diesen Dark Trooper. Nein, nicht. Shady. Dann gehen wir eben hoch. Ja, das ist dumm. Was? Wer hat Stopp gesagt? Ja, ich stoppe. Das ist doch das Geilste. Wenn ich ein Sturmtruppler wäre, würde ich niemals sagen, stopp. Ich will einfach schießen. So, hier ist das Ding, was wir aktivieren sollen. Oh, fall bloß nicht runter. Mit unserer Hand geht's natürlich. Klar. Talay Tak Bakes Handyman. Wo kommen wir da hin? Willst du mich verarschen? Okay, das läuft wieder. Es ist so dumm. Sorry. So. Haben wir es wieder geschafft. Wir haben das Ding jetzt eingeschaltet, aber was... Was hat das getan? Irgendwas muss es doch aktiviert haben. Hier vielleicht jetzt? Nein? Nö, sieht nicht danach aus. Also ich habe Scheinwerfer wieder ausgemacht. Ich mache die immer dann an, wenn es wirklich dunkel wird. Vielleicht jetzt hier?
Oh, die Lichter sind jetzt hier angegangen. Die haben die ganze Zeit im Dunkeln gehockt. Sind bescheuert? Früher habe ich, um Geheimgänge zu suchen, bin ich immer so lang gelaufen. War ich der Einzige? Hier so gegen die Wände und einfach öffnen gedrückt. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Vor allem bei Doom habe ich das gemacht. Bei Doom immer an der Wand entlang und immer Tür öffnen gedrückt. Naja, meist habe ich irgendwas gefunden, ne? Also so schlecht war das jetzt nicht. So, ich habe das Ding aktiviert, aber was bringt mir das? Oh, ein knackiger Hops. Hier sind die Lichter alle angegangen. Okay, wenn ich jetzt hier rausgehen würde, wo würde ich als nächstes hingehen? Die Türen gehen jetzt auf. Oh. Alle Türen gehen jetzt auf. Welche Tür hatte ich noch nicht aufgemacht? Okay. Wie mache ich die denn auf? Und was ist das hier für ein Raum? Muss ich da rein? Ich schau mal, ob ich da irgendwie reinkomme. Ah, hier war noch eine Tür. Hier, ja. Blaster! Ja, Blaster. Blaster machen sich selbst. So, was machst du? Das wollte ich. Genau das war der Plan. Okay, ein bisschen nachdenken muss man also schon. Das ist okay, das kriegen wir. Junge, das war ein Reflex. Hab ich mich erschrocken. Anstatt einfach zu schießen, labert er irgendeinen Scheiß vor sich hin. So. Was machen Sie hier? Oder bleiben Sie stehen? Für das Imperium. Stopp. Ciao. Oh, was ist das? Säure? Oder ist es einfach nur Gras? Es ist keine Säure. Aber ob es Gras ist, weiß ich nicht. Was? Was war das denn? Achso, hier kann ich auch rein. Okay. Ich wollte schon sagen. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Wer tut das? Wer hört auf solche Befehle? Moment. Bevor ich da hingehe, was war denn das hier eigentlich? Nix. Kann ich das nicht aufschießen? Nein, geht auch nicht. Scheinwerfer an. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, ist von der anderen Seite. Das Gitter haben wir schon gesehen. Aber was ist das hier? Ist das ein Geheimgang? Ja, stopp mich. Jetzt erwische, habe ich später keinen Stress. Na komm schon. Boah, wenn ich jetzt eine Granate hätte. Jetzt eine Granate wäre ein Traum. Was? So nicht. So, ich guck mal hier erst. Hier gibt es ein bisschen Munition. Munition brauche ich. Sehr viel sogar. Ach, das ist der. Hä? Aber von hier wäre ich ja auch hier hingekommen. Das hat ja mal wenig Sinn gemacht. Vielleicht hat das Sinn gemacht, indem ich die von hinten angegriffen habe. Hört sich falsch an. Aber so war's. Gehst du auf? Hey, du! Ich bin's. Kalkatar. Hey, du! Ich mach das jetzt auch so. Ich gehe nicht einfach rein und schieße uns, sondern sage, hey, du! Oder stehen geblieben. Ja,
schon eine neue Waffe jetzt, ganz geil. Okay, ich hab den hier noch. Vielleicht benutze ich den mal zur Abwechslung. Also ich könnte da lang oder durch die Tür hier. Ich gehe mal durch die Tür. Überall liegen irgendwelche Leichen. Leute, schämt ihr euch eigentlich? Wahrscheinlich bin ich schon an 100 Geheimgängen vorbeigelaufen. Das tut mir sehr leid. Das tut mir wirklich leid, aber ich kann jetzt nicht hier jede Wand so ablaufen. Das geht nicht. Da hast du recht. Da hast du echt mal recht. Was ist das denn? Hallo? Was habe ich damit jetzt geöffnet? Ich weiß noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Hey, du! Sie sind nicht befugt, hier zu sein. Ja, aber so eine neue Waffe wäre jetzt... Zurück. Ich werde dich dort treffen. Wo ist die Waffe? Die kann ich nicht benutzen. Ich habe irgendeine Waffe gefunden. Irgendeine Waffe habe ich gefunden. Und ich kann die nicht mal benutzen. Das ist doch kacke. Aber das gehörte zu dieser dunklen hier Sturmtruppler-Waffe. Oh, Alter, ich bin so schnell. Hallo? Stirb! Stirb! Moment, wo muss ich denn hin? Muss ich wieder zurück? Ich glaube, ich muss zurück, oder? Oder hier rein? Kerle. Die sind alle von hier gekommen, ne? Vielleicht muss ich tatsächlich hier lang. Das geht nicht auf. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Weh, ich habe wieder irgendwas übersehen. Da bin ich aber sauer. Wir haben 500 Schuss, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich mal umsteigen auf den harten Modus. Weil das scheint ja alles noch sehr einfach zu sein. Aber ganz ehrlich, ich will es nicht übertreiben. Muss ich hier hin? Ne, ich muss wieder zurück, ne? Zum Landeplatz. Wo ist denn der nochmal gewesen? Hier, ne? War hier nicht irgendwas? Nein. Hier war... Ah, ich hab schon mal... Da hinten muss ich lang. Die Tür ist jetzt bestimmt geöffnet, ne? Wahrscheinlich ist sie jetzt geöffnet. Ja. Oh, Gott. Hey, du! Hey, du! So, jetzt geht die auch auf. Sehr schön. Zwei Türen? Was ist das hier? Das stinkt doch nach... Geheimgang. Nicht? Okay. Was ist das? Ein Extra-Leben. Was soll das heißen, Extra-Leben? Stopp mal selbst. Extra-Leben? Ich sollte öfter speichern. Nicht, dass ich hier Game Over gehe. Das wäre ziemlich blöd. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Weißt du was? Ich mach mich vom Acker. Ich glaube, ich bin hier richtig, ne? Hier müsste irgendwo... Von hier kam ich auf jeden Fall. Also, ich muss runter. Nämlich, mein Schiff wartet. Danke für die extra Munition, Freunde.
Missionsziele. Hauptmenü öffnen, um die Mission zu beenden. Next Mission, würde ich sagen. Weiter zur nächsten Mission. Ja, bitte.